Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Harry Potter. Ja, Leute. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Mit Sangamine. Tu schon mal deinen Rucksack entleeren. Aber das ist eine unendliche Tasche. Ah ja, das ist mein letztes Mal stehen geblieben, ne? So, jetzt ist die Frage, erkunden wir jetzt da vorne weiter oder machen wir das Story weiter? Ich würde sagen, dass wir dann doch hier mit der Story weitermachen und jetzt erstmal ins Zelt gehen, oder? Was war denn das jetzt aber? Haben wir das schon mal gemacht? Nein, ich glaube nicht. Wo kommen wir jetzt raus? Das werden wir nie erfahren. Na, Spaß. Oh. Ah, krass, dass sie den Streit gar nicht so wirklich. Gezeigt haben. Na, ja, Leute, das war ein sehr trauriges Moment in dem Film. Aber hey, wenigstens können wir jetzt mal die Gräber noch ein bisschen. Nein? Eine Brille? Da ist eine Weasley-Kiste, allerdings haben wir gerade kein Weasley da. Warum ist hier eigentlich eine Wieselkiste? Wann war jemals hier ein Wiesel? Ach Leute, was das liegt hier nur so abnormal traurig. Und die Story von Harry Potter ist eigentlich schon extrem krass, gell? Ach, Salz, damit man. Damit der Schnee weggeht. Das müsste ja eigentlich relativ auffällig sein, das Grab. Oh, guck mal, da kommt noch eine Blume hin. Oh, das ist süß. Das ist süß gestaltet, das muss man sagen. Was soll ich da jetzt machen? Ich glaube kaum, dass uns das angeht, was dort ist. Ich glaube, wir sollten die Ruhe akzeptieren von den Verstorbenen. Aber okay, dann bauen wir halt mal einen Kamin. Ein Kamin im Friedhof. Ob das so eine gute Idee ist? Ich bezweifle es. Aber okay. Was sollen wir jetzt machen? Hä? Soll ich den jetzt hinstellen, du? Achso, jetzt habe ich auf einen Kamin auf einen Grab gemacht. Oh, passiert auch nicht alle Tage, oder? In der Muggelwelt. Ist das eigentlich noch die Muggelwelt? Ich weiß gerade gar nicht. Hier kommen wir glaube ich nicht lang. Ach komm, Mina, als ob du da nicht. Du kannst doch da sogar rüberspringen, Alter. Naja, dann suchen wir mal das Grab weiter. Da ist sogar eine Ratte. Gott, ich hasse Gräber. Ich kann das nicht ab. In Film oder in oder in Spiel oder sonst was, weil immer irgendwas Unerwartetes passieren kann. Ich sag's euch, gleich kommt da irgendwo ein Skelett raus. Aber das ist ein Kinderspiel. Ah, ein Föhn! Alles klar, ein überdimensionaler Föhn. Nein. Da können wir nochmal Blumen machen. Nicht hört auf, ja. Boah, gut. Ein Schüler einfach in ein Käfig im Friedhof. Gar nicht gruselig, das ist vollkommen normal. Dass da einer eingesperrt ist. Ich weiß gar nicht, warum man sich so gruseln könnte. Kann ich will nicht dazu gehen, scheiße. Hm.
ist denn das Grab? Ich kann doch bestimmt da lang, oder? Achso, der hat gar nicht meine Brille auf. Vielleicht soll man nochmal die Brille anziehen. Ah, ich habe jetzt auch nichts auf den Wegen entdeckt, wo da noch aussieht, als wäre eine unsichtbare Blöcke. Jetzt laufe ich vom Grab hin. Hä? Wo ist denn das Grab, wo wir suchen? Ich weiß es nicht. Es müssten wir allerdings bald finden. Das wäre wichtig. Okay, ich mache jetzt schon seit 8 Minuten suche ich jetzt hier rum. Jetzt müssen wir halt etwas machen, was ich gar nicht machen wollte. Und zwar zerstören. Es geht nicht anders. Eigentlich wollte ich die Ruhe nicht stören, aber okay. Hä? Dein Ernst? Warte mal, dann gehen wir doch einfach mit dem Sauerstoff hier durch. Nein. Wir laufen nochmal hier. Ah, was ist denn das? Oh Gott! Das ist Samine gestorben. Wurde von einem Rohr zerschlagen. Ja, das sind Filme gewesen wie, Alter. Ah, und jetzt ist das Grab frei. Yes! Das ist so traurig. Wissen die alte Dame gar nicht, was man alle, was das alles bedeutet. Kerzen so, wie man das gar nicht anzündet. Das ist doch seltsam. Dass sie das gar nicht weiß. Ich meine, wie alt müsste man das eventuell mal wissen. Ey, was hat denn hier mit diesem Termin gemacht, Alter? Muss sein, das Haus sieht ziemlich alt aus, ja. Wie komme ich durch die Tür? Kann ja nicht durch die Tür, weil ich keine schwarze Magie beherrsche. Achso, die Bücher soll ich aus dem Weg holen. Bücher? Soll ich denn die Bücher aus dem Weg räumen? Wie soll das wirklich sein? Erstens will ich nicht aufräumen, da war ich gar nicht mit denen. Zweitens muss ich da. Okay. Aua! Ich hab's gerade geschafft, dass Hermine sich selbst trifft. Was wollen wir jetzt mal hinkriegen? Nicht auf Harry! Aua! Nicht auf dich! Hermine. Sie findet bestimmt etwas. Eine Gießkanne. Hermine, ich habe mit allen gerechnet, aber ich glaube, es bringt jetzt nichts Blut gießen. Ich bin gerade in einer plötzlichen Situation. Ach so. Ja, was soll uns das bringen? Na gut, das Haus fangt nicht ab, aber. Ah, okay, jetzt kriegen wir tausende von Blöcken. Wie sind die in den Ofen gekommen? Eine riesige Zahnspange. Alles klar. Kannst du vielleicht die Bücher fressen? Danke, riesige Zahnspange, dass du die Bücher frisst. Die hat eh keine gebraucht. Vielen lieben Dank, Zahnspange. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, von heute.